Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty. So, der Herbst ist fast rum. Wir hatten ja eingestellt, dass der Herbst nur einen Tag lang ist. Das ist ganz cool, habe ich festgestellt, wenn man will, dass die Zeit gut rumgeht. Also sprich, dass die Jahreszeiten schneller vergehen. Ist allerdings negativ, wenn man bedenkt, dass wir Riesenfelder haben. Ich habe jetzt quasi den ganzen Tag geholfen bei der Ernte und bei Dünger ausbringen und umpflügen, und ich glaube, wir haben noch Roggen eingesät jetzt im Herbst. Da habe ich den ganzen Tag mitgeholfen, sprich den ganzen Herbst über mitgeholfen. Wir sind gerade so fertig geworden. Also hätten die das alleine gemacht, dann hätten sie keine Chance gehabt. Ich finde das ziemlich cool, dass die Wirte nachts arbeiten oder abends zumindest arbeiten, und ich finde es auch ziemlich genial. Das müssen wir uns einmal so anschauen, dass unsere Leute hier abends hingehen in die Taverne und eine schöne Zeit haben, hoffentlich. Oh, isst du was? Tatsache, eine Birne. Warum isst du denn nichts Vernünftiges? Außer Birne können wir doch Schnaps machen, das ist so viel besser. Na gut. Dann isst du mal deine Birne. Meine Nase ist ein bisschen verstopft heute. So. Ich habe ein bisschen Kalkstein dabei. Wir wollen bei uns nochmal das eine Haus da ein bisschen verputzen. Und dann kommt der Winter. Und da wollen wir mal gucken, ob das Winter-Event noch aktiv ist. Ich glaube ja. Ich hoffe auch ja. Soweit ich weiß, sollten dann hier in der Welt irgendwo Schneemänner rumstehen. Aber ich habe keine Ahnung, wo. Ob das irgendein Dorf ist oder ob das irgendwo zufällig ist. Keine Ahnung. Das werden wir gleich erfahren, wenn der Tag rum ist. Oh, da sehe ich gerade, wir haben noch Kalkstein übrig. Dann können wir auch einmal rübergehen. Das Gebäude müssen wir nämlich auch noch verputzen. Haben wir nämlich auch noch nicht gemacht. Wäre ich mal über die Brücke gegangen, dann wäre ich schon da gewesen wahrscheinlich. So, dann lass uns doch hier noch ein paar Mal draufhauen. Na, du mach schon. So. Und zack, Kalkstein alles verbraucht. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt schlafen. Und dann schauen wir uns mal das Winter-Event an. So, den Hammer können wir wegstecken. Na, weg. So. So, einmal ins Bettchen gehen. Oh, wir müssen uns noch warme Klamotten anziehen, fällt mir gerade so ein. Habe ich noch gar nicht gemacht. Irgendwie gibt es gar kein Ereignis mehr, kann das sein? Irgendwie fehlen mir die Ereignisse ein bisschen. So, die Handschuhe brauchen wir. Tunika bringt besseren Kälteschutz, also nehmen wir die auch mit. Warum habe ich denn so viele Eisenpfeile noch? Filzhut, nicht Filzhut, nehmen wir auch mit. Pelzstiefel nehmen wir natürlich mit. So, dann lass uns doch mal gucken. Die Handschuhe anziehen, Tunika, Pilzhut und Pelzstiefel. Und hatten wir nicht noch irgendeinen Umhang? Habe ich den jetzt vergessen? Oder habe ich den aus Versehen verkauft irgendwann? Würde mich auch nicht wundern. Bettdecke, Glasperlen. Nö, haben wir jetzt zumindest gerade nicht am Mann. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir nochmal in Materiallager. G wollte ich drücken, nicht R. Übrigens haben wir jetzt auch Materiallager 3 freigeschaltet. Wie sieht denn der eigentlich aus, der Rasen? Oh, der Filzhut sieht gar nicht schlecht aus, oder? Hat was. Hat irgendwie was. Ja gut, einen dicken Pelzstiefel sowieso. So, dann machen wir mal wieder Ego-Perspektive. Und dann schauen wir einmal kurz im Materiallager nach, ob ich da die Kapuze Google habe liegen lassen. Ich glaube, mit Google war es, ne? Und dann machen wir uns auf die Suche nach Schneemännern. So, der Typ in der Bauhütte kommt komischerweise irgendwie absolut nicht hinterher mit dem Reparieren. Der hat, glaube ich, bisher noch nicht ein Gebäude repariert. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Hammer hat er eigentlich. Und Rohstoffe hat er auch, aber er macht nichts. Das heißt, wir müssen früher oder später wahrscheinlich nochmal selbst Hand anlegen. So, flacher Strohhut nehmen wir mit, können wir verkaufen. Genauso wie Flakon aus Ton. Kugel mit Pelzbesatz nehmen wir mal mit. Hufeisen 4 Stück können wir mitnehmen. Pelzstiefel nehmen wir mit. Und normale Stiefel nehmen wir mit. Und ja, ein Salz können wir meinetwegen hier liegen lassen. Die Tonflaschen können wir auch mitnehmen. Und das war es auch schon so. Dann wollen wir uns die Google mal anziehen. Zack. Bringt uns auch nochmal 25% Kälteschutz. Damit sind wir auf 100%. Und wie sieht es jetzt aus?
Macht das einen Unterschied, wenn wir den Fehlzug ablegen? Nö. Schade, ich dachte, der hat die Kapuze von der Google auf. Das hätte mir besser gefunden. Besser gefunden, genau, besser gefallen. Aber macht ja nichts. Geht auch so. So. Dann machen wir uns jetzt auf den Weg in die Dörfer und schauen mal, ob wir die berüchtigten Schneemänner finden. So, wenn ihr die Folge seht, ist natürlich das Event schon längst vorbei. Gehe ich zumindest mal stark von aus. Wir haben jetzt... Welchen haben wir denn heute? Den 27.12., wenn ich das hier aufnehme. Und da steht leider nicht bei, bis wann das Event geht. Da stand nur bei, guck mal, hier ist schon ein Schneemann. Da stand nur bei, ab dem 22.12. ist, glaube ich, losgegangen. Sammeln. Vier Stöcker, ein Stein, ein Eisenhammer. Okay. Kann man. Es wäre lustig, also es wäre irgendwie schwachsinnig, aber es wäre schon lustig, wenn man. Wenn man. Wie heißt denn das jetzt? Schneemänner als Deko im Winter bauen könnte, oder? Das ist zwar nur eine vorübergehende Deko, die ziemlich schnell auseinanderbröselt, aber ist ja egal. Hätte trotzdem irgendwie was, finde ich. So, Strohhut, Flakon aus Ton, Hufeisen, Feldstiefel, warum habe ich jetzt Stein? Ach, habe ich bestimmt Schneemann eben gefunden, ne? Und normale Stiefel. Oh, 5 normale Stiefel haben wir noch. Gut, dann würde ich sagen, verkaufe nochmal 5 normale Stiefel. Und dann... Jo, können wir schon wieder Schneemänner suchen und gucken, was die uns so noch bringen. Schönes. So, 5 normale Stiefel und Tonflasche 3 Stück. So, dann haben wir es jetzt. Ein Geschenk brauchen wir nicht kaufen, weil wir noch welche haben. Mehr als genug haben. Unsere Frau ist nicht mehr so gierig nach Geschenken wie früher. Dementsprechend halten die länger. Da müssen wir nicht ständig neue holen. So, irgendwie habe ich das Gefühl, oben beim Feld ist noch ein Schneemann, oder? Ich weiß auch nicht, ob es was bringt, wenn man alle findet. Keine Ahnung. Steht da überall nicht bei. Ich weiß auch noch nicht mal, ob wir alle Vogelscheuchen damals gefunden haben. So, davon möchte ich aber gleich mal ein Bild machen. Jetzt sammeln wir gerade mal auf. Was ist das? Wurfstein, Feder und Stock. So, dann machen wir hier einmal den hier. Oh. Na, können wir noch ein bisschen vorwärts gehen. So, das ist doch mal ein Bild für ein Thumbnail, oder? Besser auf die andere Seite. So. Oh, besser auf die Seite, ha? Weil wir brauchen ja ein Bild für ein Thumbnail. Und jetzt haben wir eins. So, dann würde ich sagen, suchen wir mal weiter Schneemänner. Und dann. So, und dann haben wir es eigentlich, ne? Das ist eigentlich das einzige Ziel für diese Folge. Ich würde fast sagen, Materiallager 3 baue ich irgendwann mal offscreen, oder? Das ist jetzt nicht so unglaublich interessant. Und dann treffen wir uns aber auf jeden Fall nochmal wieder für eine Deko-Runde, ne? Das müssen wir unbedingt wieder zusammen machen. Ich will noch weitere Laternen bauen, ganz klar. Das ist wichtig. Damit wir die Beleuchtung mal ein bisschen hinkriegen. Dann werden wir wahrscheinlich auch ein bisschen so Flaschen und sowas auf den Tischen verteilen. Ein Waschzuber würde ich gerne bei uns zu Hause mal aufstellen. Ja, ist irgendwo sinnfrei, aber dann können wir uns wenigstens mal zu Hause waschen, theoretisch. Und zumindest bei den Jägern hinten hätte ich gerne Schießscheibe aufgestellt. Aber wahrscheinlich werden wir bei uns auch noch eine aufstellen und vielleicht zwischendurch auch noch mehr welche. Bin ich mir noch nicht ganz hundertprozentig sicher. Aber auf jeden Fall, dass ein bisschen mehr Deko im Dorf ist bei uns. In unserem kleinen Asantopia. Und ja, wie gesagt, Materiallager habe ich schon gesagt, werde ich auch Stream machen wahrscheinlich. Und dann gilt es eigentlich nur noch, Zeit zu überbrücken, bis unser Nachfahre erwachsen ist und dass wir mit dem weiterspielen können, ne? Das würde mich dann mal interessieren, wie die Mechanik gelöst ist. Wobei das schon fast irrelevant ist, finde ich, weil die Zeit ja so langsam vergeht, dass man
dass es eher unwahrscheinlich ist, dass mein Nachfahre jemals spielen wird. Blöd gesagt, ich werde jetzt ja wahrscheinlich auch den Zeitvorlauf künstlich beschleunigen, indem ich sage, dass jede Jahreszeit nur noch einen Tag lang ist. Und werde dann wahrscheinlich einfach das Spiel mal nebenbei laufen lassen, ohne dass ich am Rechner sitze. Damit die Zeit hier rumgeht. So, da ist noch ein Schneemann. Also es sind teilweise coole Sachen drin, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja so ein bisschen das Prinzip wie bei den Vogelscheuchen. Also das Prinzip wie bei den Vogelscheuchen ist klar, das ist das Gleiche. Aber auch wie bei den Banditen. Die sind cool, wenn man schnell an Geld kommen will. Aber im späteren Spielverlauf sind die absolut uninteressant, weil man kein Geld mehr braucht. Ich bin mir nicht ganz sicher, weil wir sind irgendwo bei 23.000 Münzen, glaube ich. Das heißt, wir brauchen eigentlich nicht einen Cent. Deswegen sind die halt für uns relativ uninteressant, jetzt muss ich sagen. Und ich habe jetzt, glaube ich, auch noch nichts gefunden, was jetzt so unglaublich phänomenal wäre. Stöcke, Bronzeschuhe, Schere und Leinenfaden. Das ist jetzt nichts, was wir unbedingt brauchen. Bronzeschuhe, Schere sowieso nicht. Die können wir verkaufen. Wir benutzen ja nur noch Eisensachen. Ach, guck mal, da steht noch Schneemann. Habe ich mir doch gedacht. So. Also ist jetzt auch nicht so, dass man da irgendwas richtig Geiles finden würde, was man vielleicht nur bei den Schneemännern finden kann. Das wäre cool gewesen. Oder irgendein Easter Egg, eine Weihnachtsmannmütze oder sowas, keine Ahnung. Aber jetzt diese normalen Sachen, auch wenn es Bronze ist und selbst wenn es Eisen ist, mit unserem jetzigen Spielstand brauchen wir das alles nicht mehr. Das finde ich halt ein bisschen schade, muss ich sagen. Da hätten sie sich ruhig ein bisschen was einfallen lassen können. Oder die hätten auch irgendwie machen können, dass halt jetzt im späteren Spielverlauf das Geld immer wichtiger ist oder sowas. Dass wir nicht so viel Geld haben und eigentlich nichts damit anfangen können. Das ist ein bisschen blöd. Da können wir ja gerade mal gucken, wie viel Geld wir jetzt genau haben. 23.648. Nee. 236.248, so 236.000 Münzen, also nicht mal 20.000, sondern schon 200.000. Das heißt, wir gehen so langsam auf die Millionen zu. Im Materiallager dürften auch noch Münzen liegen, nehme ich mal an. Oder fällt mir ein, wir könnten mal gucken. Hochtechnologie. Ach so, ja klar, wir haben ja das Materiallager. Ach guck mal, Fischerhütte fehlt noch, ne? Das habe ich ganz vergessen. Fischerhütte muss ich noch freischalten. Das habe ich jetzt echt vergessen. Wir müssen mal kurz freischalten, ob schon wieder jemand einsatzbereit ist. Zum Beispiel Erwina kann gut handeln. Dann ist ja wohl klar, wo du arbeiten gehst, ne? Brunnen, Grabungsschuppen, Kräuterhütte. Da, Marktstand für Kleidung. So. Und wie sieht's hier aus? Sonst ist niemand frei geworden. Schade. Aber macht ja nichts. Nach und nach werden sie alle wiederkommen. Und wer weiß, vielleicht zur Deko-Runde sind sie schon alle wieder da. Da müssen wir schon fast zusehen, dass wir die nächste Generation verteilen, wa? Kann ja nicht mehr ewig dauern, bis unsere Generation verstirbt, denke ich mal. 10 Jahre sind die ersten schon alt. Ich glaube, unser Sohn ist sogar schon 12 Jahre alt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Müssen wir mal schauen. So, ist hier denn noch ein Schneemann? Würde ich mal von ausgehen. Ist nur die Frage, wo, ne? Guck mal, da vorne ist einer, glaube ich. Siehst du wohl? Gerade so durch die Bäume erkannt. So. Zinnerz, yay. Ja, siehst du, das meine ich eben. Das macht die ganze Sache zunehmend uninteressant. Es ist lustig, dass sie das eingefügt haben jetzt für den Winter. Es ist lustig, dass man das mal gesehen hat. Notwendig? Absolut nicht. Muss ich ganz klar sagen. Also Notwendigkeit habe ich jetzt dafür nicht gesehen. Ach guck mal, das ist eine Imkerhütte hier. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Kann man die auch Honig kaufen, ja? Ah, a newcomer. Pleasure to meet you. Ach, du handelst gar nicht. Greetings.
Man kann sich nur mit dir unterhalten. Man kann gar keinen Honig kaufen. Okay, so wusste ich nicht. Ah, man kann sich nur mit ihr unterhalten. Gut. Machen wir die nächsten Schneemänner jetzt auch noch? Weil, wie gesagt, so die super Belohnung sehe ich da drin jetzt nicht, um ehrlich zu sein. Bin mir unsicher, ob ich mir wirklich die Mühe mache und noch alle Schneemänner einsammle oder ob ich einfach wieder nach Hause reite und ein bisschen warte, dass die Zeit rumgeht. Mal abgesehen davon, wie spät haben wir es eigentlich? Ich muss auch schon bald wieder ausmachen. Das heißt, wahrscheinlich werden wir uns gar nicht alle Schneemänner antun. Wir werden jetzt nochmal in Denika schauen, würde ich vorschlagen. Da werden wir die Schneemänner noch einsammeln, sofern da welche rumstehen. Dann können wir einmal kurz die Ausbeute überfliegen. Und dann wird es das auch schon fast gewesen sein, ne? Und dann sehen wir uns auf jeden Fall zu einer Deko-Runde wieder, wie gesagt. Das müssen wir unbedingt machen. Ich habe mir das schon so oft vorgenommen bei diversen Spielen. Ich glaube sogar bei Subnautica habe ich mir vorgenommen, da eine riesen Unterwasserbasis zu bauen und sowas. Und ja, beim Farm ist mir dann klar geworden, dass das viel zu lange dauert, bis ich alle Rohstoffe zusammen habe. Und habe das dann kurzerhand abgebrochen, habe mich umentschieden und einfach nur das Spiel durchgespielt. Ohne eine große Unterwasserbasis zu bauen. Und ich will jetzt wenigstens hier in dem Spiel einmal ein bisschen vernünftig Deko machen. So, was hast du? Steine, Federn, Stöcke, das ist echt nicht die tolle Ausbeute. Hier und da ist mal was drin, was man gebrauchen kann, wenn man noch nicht so weit ist im Spiel. Aber ansonsten... Ja, so ein Eisenmesser zum Beispiel, das ist gut, wenn man noch nicht so weit ist. Dann ist das ein guter Fund, das kann man auch teuer verkaufen. Genauso wie die Bronzeschurschere hatten wir ja, glaube ich, gefunden in einem Schneemann. Kann man auch gut verkaufen. Ist wunderbar, wenn man noch nicht so weit ist. Ansonsten ist es aber auch uninteressant. Na, Schneemann aus. Wurfstein, Stock und 7,2 Münzen. Yay. Wir werden reich. So, dann lass uns doch mal die Ausbeute anschauen. Bronzeschurschere haben wir zweimal. Bronzesichel einmal. Oh, eine Eisenhammer hatten wir gefunden. Das ist natürlich gut, wenn man noch nicht so weit ist. Eisenmesser. Auch gut. Ja, Federn uninteressant. Kupferhacke, Kupfersichel. Naja, gut, ist nicht schlecht. Wenn man noch nichts anderes hat. Pelzumhang. Pelzumhang bringt uns einen Hitzeschutz. Okay. Auch nicht schlecht. Habe ich mir anders gedacht, aber gut. Ja, Zinnerz, Wurfsteine, also ja, Steine und Stöcke waren drin, also jetzt nichts, wer weiß, wie berauschend ist. Wir werden jetzt ein paar Sachen mal verkaufen, würde ich vorschlagen. So, Dagobert, zeig mir deine Ware. Ach, jetzt habe ich schon wieder auf das Sortierungssymbol geklickt. Jetzt hat er schon wieder so komisch sortiert, dass ich da wieder nicht durchsteige. So, Steinmetzer kann natürlich auch weg. Pelzumhang, die Steine können auch weg. Kupfersichel, Kupferhacke, Federn, Eisenmesser behalte ich mal. Ich weiß nicht, wie viel wir auf Lager haben. Kann ich die zur Not ins Materiallager packen, dann gehen uns die zumindest schon mal nicht aus. So, wo ist meine Hotte? Da vorne. Gut, Leute, ich bedanke mich fürs Zusehen und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, tschüss.